In weniger als einer Woche beginnt Season 3 und davor sind eine Menge Leaks dazu aufgetaucht, wie zum Beispiel, dass jetzt bestätigt wurde, dass wir kein Live-Event bekommen werden. Also es war eigentlich schon abzusehen, aber durch die Insider und weiteren Leakern ist jetzt klar, es wird nicht mal ein Solo-Event zum Start der nächsten Season geben. Dafür haben wir viele weitere Informationen, wie zum Beispiel zu Kapitel 5, UEFN, Megacity und andere Orte auf der Insel sollen noch bleiben und so weiter. Challenges, Hotfixes, kleine Veränderungen werden wir in diesem Video besprechen. Also bleibt bis zum Ende dran, um nichts weiteres mal in Fortnite zu verpassen, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und zuerst ist Epic Games gerade dabei, einige Mitarbeiter in Form von E-Mails wie Jacob Wolf auf Twitter zu einer ihrer Initiativen, die erfolgreich sein müssen, zu versetzen. Das heißt, diese Dinge haben jetzt Priorität über andere Dinge. Das sind einmal Fortnite x Lego, also das lang erwartete Crossover zwischen diesen beiden Franchises. Fortnite Kapitel 5 ist ja zu erwarten. UEFN, das soll ja das bekannteste und beste Erlebnis in Fortnite werden, und ein Harmonix-Event im Spiel. Und Harmonix ist eine Firma, die Fortnite bzw. Epic Games erkauft hat, um Musik-Events und so weiter, also ähnlich in diese Richtung, in-game zu veranstalten. Das heißt, wir könnten irgendein Musik-Event, eine Art Konzert, vielleicht in Creative oder sogar auf der Battle Royale-Insel erwarten mit irgendeinem Künstler in der Zukunft. Und als nächstes hat Rocket League Racing Priorität. Ob das jetzt für Rocket League das Spiel ist oder ob das ein Crossover in Fortnite sein wird, ist erstmal nicht bekannt. Des Weiteren wird Megacity und oder werden Teile des mittelalterlichen Bioms mit Megacity wahrscheinlich in der nächsten Season und sogar in der übernächsten Season bleiben. Also in der nächsten Season auf jeden Fall, aber die übernächste Season ist ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht zu 100% bestätigt. Denn Spanien veranstaltet vom 29.05. bis 11.06. einen Fotografiewettbewerb mit diesen Themen, wobei das mittelalterliche Thema vom 21.08. bis 4.09. stattfindet. Und der 1. September ist das voraussichtliche Startdatum von Kapitel 4 Season 4 und der 9. Juni ist ja das Startdatum von der nächsten Season. Also werden diese beiden Biome oder die meisten Teile davon quasi noch übrig bleiben und auf der Karte verweilen. Die neuen Prüfungen sind ebenfalls online seit Dienstag um 15 Uhr und jedoch wurden die Woche 12 Quests erst am Mittwoch aktiviert um 15 Uhr, da sich ja das Startdatum von Kapitel 4 Season 3 verändert hat. Und ich kann euch die einmal einblenden, die Lösungen. Einige haben was mit der Storyline zu tun, aber wie immer sind die eigentlich nicht so schwer. Eine Änderung, die vor kurzem entfernt und danach jetzt wieder hinzugefügt wurde, ist Trios. Denn Trios ist nun wieder in Battle Royale und Null Bauen verfügbar, aber nicht in den Ranked-Versionen. Das haben die jetzt auf jeden Fall angekündigt, kurz nach einer Woche, nachdem Trios entfernt wurde. Heute, beziehungsweise vor 2 Tagen gab es übrigens diesen Hotfix. Dienstleistungen der NPCs kosten nur noch die Hälfte, außer beim Rekrutieren von Spezialisten. Das machen die eigentlich immer, diese Hotfixes, kurz vor einer neuen Season, damit wir die Barren, die wir gerade haben, ja, ausgeben können, bevor die in der nächsten Season dann resettet werden. Die aktualisierten Preise für das Upgraden von Waffen sind um 50, 125, 187, 250 und 375 Barren, je nach Seltenheitsstufe, und Preise für exotische Waffen wurden um 50% reduziert. Nebenbei hat auch Epic Games damit begonnen, Version 25.11 zu testen, und normalerweise sind diese Versionsnummern immer bestimmte Events, also wird es voraussichtlich das Sommer-Event-Update sein. Und dadurch, dass in 6 Tagen Kapitel 4 Season 3 beginnt, könnt ihr jetzt jeden Tag im Spiel vorbeischauen, um euch einen extremen IP-Boost bis zum Start von Kapitel 4 Season 3 zu holen. Der Newsfeed hat deswegen ein Update für das Startdatum der nächsten Season erhalten, also nichts Spannendes. Was aber spannend ist, sind die neuen Skins, und zwar die Academy of Champions Skins, die sehr, sehr, sehr stark angepasst werden können. Jeweils kosten die 1.500 V-Bucks und ihr könnt mich gerne mit meinem Creator-Code LightSky10 unterstützen. Bei mir ist er rausgeflogen, alle 14 Tage könnt ihr daran denken, würde mich auf jeden Fall mega freuen und natürlich unterstützen, wenn ihr euch einfach dazu entscheidet, diese Skins zu kaufen oder irgendwas in der Zukunft. Eigentlich war für diese Items auch ein Bundle geplant, wurde in der letzten Minute auch entfernt bzw. verworfen einfach. Und ja, Freunde, die werden aber am 9.6. um 2 Uhr nachts den Itemshop verlassen, also am Tag der nächsten Season, wo sie dann beginnt. Kleinigkeiten noch zum Ende des Videos, einige Soundeffekte folgender Items wurden wieder hinzugefügt, damit sie nicht mehr so fehlerhaft sind oder vielleicht sogar bald zurückkehren, denn auch die eidgebundenen Truhen wurden ja in dieser Season entfernt mit Geno als Boss, also dem Zeitlosen bei The Citadel, also könnten die vielleicht in der nächsten Season wieder zurückkommen, das ist aber nur eine Vermutung, könnte auch einfach so ein nebenbei
Update von Epic Games sein. Und mit Version 24.40 gibt es eine Änderung, die ich verpasst habe, denn neue Endgame-Elemente und passende Soundeffekte. Sobald das Spiel 10 Spieler erreicht hat, werden akustische Hinweise und einige kleine Effekte im Benutzeroberflächen Spielerzähler angezeigt, die darauf hinweisen, dass das Spiel dem Ende immer näher kommt. Zum Beispiel wird die Spieleranzahl Gold und so weiter. Also da sind einige Änderungen dazugekommen. Nichts Spannendes, aber trotzdem so ein Secret. Außerdem haben wir eine Info zu neuen kommenden NPCs und Rift-Begegnungen. Also die Rift-Begegnungen tauchen ja immer zufällig auf. Es gibt eine neue Reihe von Rift-Begegnungen mit dem Codenamen LBT. Zu den vorherigen gehören einmal Winterfest mit WF und Spezialisten-NPCs namens SP. Ein neuer NPC mit dem Codenamen IS, der den Tag Attractor bzw. Anzieher trägt, darüber ist nichts anderes bekannt. Und zum Schluss gibt es einen bevorstehenden Umhanggegenstand, der seit Version 24.00 in Arbeit ist. Es wird die Geschwindigkeit des Spielers ändern und sowohl die Geschwindigkeit als auch die Sichtbarkeit des Spielers werden im Laufe der Zeit von diesem Item beeinflusst. Und dieses Item könnte in der nächsten Season veröffentlicht werden, so Wen Zhong. Danke fürs Einschalten, das war's Freunde. In 6 Tagen, wie gesagt, Season 3, Trailer, Storyline-Infos, neue Waffen. Es wird auf jeden Fall mega nice. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.